Tatsächlich habe ich mir gerade überlegt, dass wir doch eventuell, also wir könnten ja eigentlich Gehege an Gehege bauen, das wäre eine Möglichkeit. Oder wir bauen hier zwischen den Gehegen sozusagen nochmal einen Weg entlang. Das könnten wir eigentlich machen. Und dann kann man sozusagen zwischen die Gehege nochmal laufen. Das finde ich eigentlich auch eine coole Idee, damit man sich die angucken kann. Und dann könnten wir nochmal auf dieser Seite auch so einen ähnlichen Komplex wie hier bauen vielleicht. Dafür müssten wir aber den Weg nochmal überarbeiten, weil das würde sonst nicht aussehen. Dann müssen wir mal eben schauen, wie wir das am besten machen. Am besten wäre es ja, wenn wir den Weg erstmal noch ein Stück so weiterführen, sodass da zwei Läden hinpassen. Ah, das wird jetzt hier mit dem Hotel ganz schön eng. Wir müssen mal eben gucken, dass wir das Land mal eben erhöhen hier, dass wir das mal austesten können, wie viel Platz die Läden dann im Endeffekt brauchen. So, wir müssen ein bisschen Abstand lassen, weil wir dann auch so eine Mauer da ziehen wollen. Machen mal kleine Läden. Wie wäre es mit einem Souvenirladen? Machen wir mal so. Und noch einen anderen Laden daneben im Fossiliengebiet. Hätte ich wahrscheinlich andersrum, obwohl ist eigentlich egal. Wir machen das Fossiliengebiet trotzdem mal so hin. So. Okay. Natürlich ist der Weg jetzt hier alles noch so ein bisschen holprig. Auf jeden Fall erhöhen. Jetzt haben wir allgemein hier das Problem, ne? So. Okay. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir das hier hinten mit dem Weg noch hinbekommen, dass das einigermaßen geschwungen hier vonstatten geht. Ja, alles klar. Alles klar. Epileptischer Anfall bei dem Weg. Okay, das klappt sogar noch hier mit dem Hotel. Natürlich ist hier so ein bisschen der Weg schräg, aber ja, wir können nicht alles perfekt haben. Also das passt, denke ich mal. Dann machen wir hier mal ein bisschen Erhöhung. Und dann kann man auf jeden Fall den Weg noch gut begehen. Na, schade ist nur, dass wir hier keine Bäume mehr hinkriegen werden. Ne, nur so ein paar Büsche. Schade, schade. Dafür können wir hier ordentlich noch Bäume auskleiden. Die Sicht vom Hotel ist übrigens sehr, sehr gut. Also wir können hier perfekt auf das Gehege blicken, wie ihr seht. Ist nicht schlecht. Und genau, dann machen wir mal eben hier. Weiß nicht, wollen wir hier auch noch einen Laden hinmachen? Nee, ich denke mal, die zwei Läden, die reichen. Und dann ziehen wir auch hier einmal so einen schweren Zaun nochmal hin. Oh, das passt sogar. Das haben wir gut gebaut. So. Guck mal, die beiden Läden sind auch perfekt gleich von der. Machen nochmal eben hier hinten. Na, komm. Da zeigt sich wieder, dass ich pingelig bin. Wir machen das mal so, dass das hier dieser dicke Pfeiler in der Mitte von den beiden Läden ist, ungefähr. Das ist jetzt auch nicht perfekt, aber das soll mich jetzt nicht weiter stören. Genau, dann haben wir hier so einen Komplex. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir das hier mit dem Wasser regeln. Ich frage mich gerade, man könnte auch rein theoretisch. Könnten auch einfach hier hinter so einen Platz bauen. Dann würden wir gar nicht das Wasser beeinflussen. So, ich glaube, ich habe mich jetzt entschieden. Ich glaube, ich mache hier erstmal das Wasser weg. Und dann werden wir mal eben hier das Ganze etwas erhöhen. Wir machen nämlich in der Mitte, glaube ich, so einen Platz. Und zwar einfach schon hier vorne, so einen kleinen runden Platz. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Müssen wir mal eben schauen, wie das dann aussehen würde. So. Wenn wir dann hier jetzt erstmal einen guten runden Platz hinbekommen, das ist gar nicht so einfach. Wir hier so einen runden Platz machen. Meint ihr, das würde aussehen? Das Ganze würde dann so aussehen. Natürlich auf der anderen Seite genauso dann. Ich weiß nicht, ob ich das so nice finde. Ich glaube, die runde Plattform finde ich nicht so gut. Vielleicht könnten wir das ein bisschen, ja, so, wie nennt man das, oval, glaube ich, machen oder so. Also, dass es mehr aussieht wie so, ja, ungefähr wie hier so, nicht so ganz so rund. Sieht irgendwie ein bisschen besser aus. Muss ich mal schauen, wie ich das mache. Ich würde mal sagen, ich ändere das mal eben ein bisschen. Ich habe das Ganze jetzt nochmal etwas überarbeitet. Habe hier natürlich jetzt die kleinen Zäune gemacht, weil hier brauchen wir keine dicken Betonmauern, weil hier braucht man ja keinen Schutz oder keinen Sichtschutz vor den Dinosauriern. Natürlich hier machen wir einen Sichtschutz und hier machen wir einen Sichtschutz, damit sich die Dinosaurier nicht direkt sehen. Aber hier machen wir es natürlich offen, damit die Gäste von hier aus der Mitte aus in dieses Gehege blicken können und
in das andere Gehege, was dann hier noch hinkommt. Und ich würde sagen, wir richten jetzt erstmal dieses Gehege ein, damit wir sehen, wie das dann im Endeffekt dann auch aussieht. Also wir müssen jetzt hier mal schauen. Ich würde ganz gerne das wirklich hier mit dem Wasser verbunden lassen, nenne ich es mal. Warum ist denn das hier eigentlich? Okay, jetzt ist es gleich. Ich war gewundert, dass es ein bisschen tiefer ist. Wir müssen mal schauen, dass wir das jetzt hügelmäßig hier anpassen. Das müssen wir auf jeden Fall machen. So, das muss auf jeden Fall angehoben werden. Wir müssen mal schauen, wie weit wir das hier anheben können, ohne dass das Wasser zu sehr drunter leidet. Na, hier würde ich sogar sagen, dass wir ein bisschen weiter mit dem Wasser reingehen. Und so lassen wir das dann. Vorne heben wir nochmal ein bisschen alles an. Hier müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, weil wir hier unsere Plattform haben. Na, ihr seht schon, das ist echt sehr, sehr schwierig, weil diese Tools einfach mega den fetten Kreis haben. Es wäre echt besser, wenn man ein bisschen feinere Tools hätte bei Jurassic World, aber ja gut, können wir nicht ändern. Wir machen das Ganze auf jeden Fall noch ein bisschen hügeliger und so. Versuchen es zumindest so gut, wie es hier geht. Glätten das Ganze natürlich auch. Mit ein paar Bäumchen und so wird das gleich auch alles etwas schicker aussehen, da bin ich mir sicher. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. So, so. Okay, das kann man auf jeden Fall, denke ich, als Gehege machen. Hier ein bisschen den Übergang ändern. So, und dann machen wir mal ordentlich Bäume rein. Gerade hier hinten können wir gut Bäume hinmachen. Sieht dann auch gut aus. Nice. So, hier vielleicht auch ein paar Bäumchen. Hier einen Baum hin. Da ein paar Bäumchen hin. Den hier will ich unbedingt weg haben eigentlich. So. Ist immer echt doof. So, machen wir das so. Vielleicht hier noch den einen oder anderen Baum. Ja, und viel mehr würde ich hier, glaube ich, gar nicht machen. Ich glaube, hier ist schon fast zu viel des Guten. Es soll nämlich ein Fleischfressergehege werden. Aber wir haben echt nicht viel Platz. Wir müssen jetzt echt, Dinosaurier unterbringen, die wir unbedingt im Park haben wollen. Sowas wie den Spinosaurus und sowas. Sieht echt komisch aus. Ich muss hier die Bäume lassen. So, und dann machen wir mal eben schon mal einen Fleischfutterspender. Den machen wir. Machen wir den hin? Entweder hier hin oder hier hin. Machen den mal hier hin. Den Ziegenfutterspender, das ist ja wieder völlig egal. Vielleicht können wir den auch. Aber das Problem ist, wenn wir den da verstecken, dann gehen wir den mal hier. Ah, scheiße, das meine ich. Es gehen nämlich immer Bäume verloren, wenn man zu nah an Bäumen baut. Und deswegen müssen wir gucken, dass wir den Ziegenfutterspender irgendwo unterkriegen, wo er nicht stört. Hier ist, denke ich, ein guter Platz. Und damit ist schon das erste Gehege fertig. Aber mit den Bäumen muss ich nachher noch gucken, ob mir das so gefällt. Aber an sich, ja, warum nicht? Wir können später dann auch noch, habe ich mir schon überlegt, hier noch so eine kleine Aussichtsplattform machen, wo wir dann so einen Turm unterbringen. Dann hat man nämlich nochmal perfekte Sicht auf beide Gehege. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Dann hat man hier das Hotel. Hier natürlich auch noch den Blick. Ja, der ist natürlich jetzt ein bisschen durch die Bäume versteckt. Da müssen wir mal gucken, ob wir die alle so lassen. Aber die finde ich eigentlich ganz cool. Von hier hinten kann man sicherlich auch reingucken. Ja, guck mal. Von hier kann man auch gucken. Also wir haben wirklich schon sehr, sehr gute Sichtmöglichkeiten. Wir müssen jetzt natürlich schauen, dass wir das andere Gehege noch eben schnell fertig machen. Für das andere Gehege, da fangen wir jetzt auch erstmal an, die Form zu machen. Ich bin gerade am überlegen, ob wir hier vorne noch irgendwas machen oder ob wir hier schon direkt den Zaun ziehen. Ist eine gute Frage, oder? Ich weiß auch nicht, wie wir das hier mit dem Wasser machen, ob wir das auch so reingehen lassen in das Gehege oder ob wir... Ich glaube nicht, ich glaube, das machen wir ein bisschen anders. Wir zeichnen mal eben hier Wasser. Wir machen auch hier eine etwas andere Form mal. Soll nicht immer gleich sein. So. So. Aber wir schauen mal, ob wir das dann so lassen im Endeffekt. Bin ich mir noch nicht sicher. Ändert sich ja auch, je nachdem, wie groß das Gehege wird. Ich würde sagen, wir bauen jetzt erstmal hier wieder unsere Plattform. Dafür machen wir mal den Weg hier nochmal weg. So, das Land ist einigermaßen erhöht. Und dann würde ich sagen, entfernen wir hier nochmal den Weg, damit wir ein bisschen weiter vorne anfangen können mit der Plattform. Machen erstmal hier so einen Einrastpunkt für unseren dickeren Weg.
Das ist immer ganz hilfreich, das werdet ihr gleich sehen. Jetzt machen wir mal eben hier die Form von unserem Platz, den wir dann im Endeffekt haben. So, das zeichnen wir dann natürlich nachher aus, die Fläche. Machen wir eben hier. Ah, der Einrastpunkt ist gar nicht so geil. Müssen wir mal eben schauen, dass wir hier einen guten Übergang hinbekommen. Immer echt Fummelarbeit, deswegen schneide ich es auch meistens raus. Aber wir können auch einfach so machen. Das geht eigentlich. Oder wir machen das so. Zack, ging jetzt mit einem Schnitt recht schnell für euch. Also das ist jetzt unsere zweite Plattform. Ich hoffe, das wird aussehen nachher. Aber ich denke schon. Und jetzt fangen wir einfach an mit dem Zaun. Ja, wir müssen noch überlegen, wobei. Also ich mache auf jeden Fall den Zaun hier schon mal entlang. Hier hinten entlang. Also das kann ich schon mal machen. Und dann muss ich mal gucken, ob ich hier noch irgendwie in dem Bereich irgendwas anderes machen möchte. Schaue ich mal. So, der Zaun hier außen ist jetzt erstmal fertig gezogen. Wir müssen jetzt mal schauen, wie wir das mit dem Zaun hier regeln, weil ich würde gerne mit dem Zaun hier hinten andocken. So hier. Dann müssen wir mal schauen, wie wir das regeln, dass das einigermaßen gut aussieht. Also so würde ich es gerne haben. Vielleicht können wir es auch einfach schon so machen. Ja, warum nicht? Glätten tun wir das Ganze natürlich gleich hier noch. Und ja, ich habe mir immer noch nicht überlegt, ob wir jetzt hier hinten noch was hinmachen oder nicht. Wäre ein relativ großes Gehege, wenn nicht. Also, dann hätten wir echt viel Platz hier. Aber vielleicht nicht schlecht, wenn wir hier einen Spinosaurus reinmachen. Oder zwei. Und hier irgendwie was anderes. Könnten wir eigentlich machen. Also, ich würde sagen, ich ziehe hier jetzt nochmal den Zaun entlang den anderen und dann schauen wir mal. Wo ich jetzt gerade dabei bin. Ich würde natürlich gerne auch hier wieder diese Doppelzäune machen für Fleischfresser, also für so gefährliche Fleischfresser wie der Spinosaurus, wie in unserem anderen Park. Allerdings ist das natürlich platztechnisch absolut nicht machbar hier, leider. Deswegen müssen wir das leider so handhaben. Aber ich denke mal, das geht auch klar. Ist ja auch vom Spiel eigentlich nicht anders gewollt, ne? Also so ein Einerzaun ist ein bisschen unlogisch, weil man da so seine Hand durchstrecken könnte. Das wäre echt, glaube ich, nicht so. Aber gut, beim Aquapark nehmen wir das nicht so ernst, würde ich sagen. Und ja, ich mache das Ganze hier mal weiter und dann bringe ich euch zurück. Der Zaun ist fertig und damit haben wir sogar noch ein zweites recht großes Gehege geschaffen. Ich bin gerade noch am Überlegen. Wir könnten rein theoretisch hier den Zaun auch einfach gerade durchziehen. Irgendwie so. Ihr wisst, was ich meine. Und dann könnten wir da noch so eine Fläche freilassen. Würde das besser aussehen? Oder machen wir das so? Also im Prinzip hätte ich es dann gerne. Dass das hier ungefähr andockt. Machen wir mal mittig. So und so. Genau. Dass das hier immer so verbiegen muss. Das ist ja schrecklich. Das funktioniert hier ja super. Und dann könnten wir rein theoretisch hier einfach so einen kleinen Zaun machen. Würde mir, glaube ich, besser gefallen, aber jetzt müssen wir erstmal schauen, ob wir das wirklich so hinbekommen. Und dass das hier scheiße aussieht. So geht das sogar. Also das geht klar. Machen wir hier noch die Verbindung. Und dann haben wir das Stück so. Kann man machen, oder? Schauen wir jetzt von hier die Anzeige. Aha. So ein bisschen Überblick auf die Gehege hat man vom Hotel aus. Finde ich cool. Gefällt mir. Hätten wir jetzt hier so zwei Gehege. Wenn wir das jetzt noch mit Bäumen und so auskleiden, könnte das echt ganz cool aussehen. Machen wir mal eben. Wir glätten aber jetzt erstmal hier das ganze Ding wieder so ein bisschen. Aber hier habe ich jetzt auch nochmal so ein paar Hügel in das Gehege einfließen lassen. Das Wasser müssen wir nochmal eben schauen, wie wir das gleich machen. Könnten das eigentlich schon so lassen. Finde ich ganz cool. Hat man hier ein klein bisschen Wasser, hier in der Mitte schön viel Wasser. Das wird dem Spinosaurus auf jeden Fall gefallen. Und dann würde ich sagen, zeichnen wir mal ganz viele Bäumchen. Hier kommen auf jeden Fall welche hin. So, hier ein paar.
Ein paar ist immer gut, ne? Es kommen immer direkt so 500 Bäume. Oder gar keine. Das ist immer so die Sache. Ihr seht schon. Keine oder 500. Was hättet ihr lieber? Ich will auch nicht zu viele malen, weil man soll ja noch durch die ganzen Türme von außen noch reinschauen kann. Deswegen müssen wir immer ein bisschen aufpassen, dass wir nicht unsere Sichten verdecken. Das hier ist auch schon wieder riskant. Ja, ist doof wegen dem Hotel, weil man da nicht so eine gute Aussicht hat. Müssen wir ein bisschen vereinzelter Bäume machen. So. Wahrscheinlich wieder genau im Sichtfeld. Aber egal. Hier kann auf jeden Fall was hin. Da stört's nicht. Hier kommen ein paar hin. Hier im Wasser auf jeden Fall. Hier vorne. Natürlich machen wir dann hier auch noch ein bisschen Gras rein. Wird dem Spiel nur gefallen. Hier machen wir auch noch ein bisschen Gras rein. Da sieht das Ganze eigentlich schon recht cool aus. Hier hinten müssen wir auf jeden Fall noch dick Bäume drumherum zeichnen. Nur komplett um das Hotel herum. So. Hier brauchen wir auch nicht sparsam sein mit Bäumen. So. Okay. Hier vorne können wir nochmal ein Bäumchen hinmachen. Nicht ganz so viele. So, einen einzelnen und hier vielleicht noch einen. So. Oh, das ist ganz schick. Das ist ganz schick. Dass die immer so nah am Wasser sein müssen, das ist nicht so nice. Aber eigentlich sieht das schon ganz cool aus. Man muss ja nicht immer überall so viele Bäume haben. Frag mich, ob wir nicht hier allgemein mal ohne Bäume arbeiten. Oh, hier könnten wir eigentlich auch noch den Zaun langziehen, ne? Fällt mir gerade mal auf. So, der Zaun ist gezogen und dann machen wir auch mal hier nur so ein paar Büsche hin. Dann haben wir mal auf dieser Seite nicht unbedingt alles bewaldet. Man muss ja auch nicht mal alles bewalden. Und ich finde, die Insel sieht eigentlich schon ganz cool aus, oder? Also kann man, denke ich, mal so machen. Oh, das war der falsche Knopf. Das sieht schon sehr, sehr schick und ordentlich aus, finde ich. Wir müssen natürlich jetzt hier hinten noch ein wenig den Übergang machen. Das habe ich nämlich vorhin nicht gemacht. Nicht elektrisch. Habe ich vorhin auch elektrische Zäune gemacht? Kann das sein? Warte mal. Oh, Tatsache. Habe ich mich versehen. Das wollte ich natürlich nicht. Das ändern wir mal fix. Und dann machen wir hier auch nochmal eben die Zäune fertig. Dann müssen wir, glaube ich, nochmal eben hier das Stück entfernen. Oh, guck mal, unsere Iguanodons sind da am Rumwuseln. Fühlen sich aber wohl. Froh, wollte ich schon sagen. Und das sollte gehen. So, und guter Letzt. So, dann haben wir hier unsere Brücke fertig. Oh, das sieht schon recht cool aus, ne? Kann man auf jeden Fall so machen. Vielleicht werden wir noch die ein oder andere Änderung irgendwann vornehmen. Genauso wie hier hinten in dem Industriebereich. Und natürlich diesen Weg hier, den werden wir auch noch bearbeiten mit Zaun und sowas. Das habe ich jetzt auch noch nicht gemacht. Aber beim nächsten Mal werde ich auf jeden Fall diese beiden Gehege mit Dinosauriern besetzen. Ihr könnt auf jeden Fall nochmal Vorschläge in die Kommentare schreiben, was für Dinosaurier ich denn hier reinmachen soll jeweils. Also ich werde hier auf jeden Fall, denke ich mal, Spinosaurus reinmachen. Was ich hier reinmache, weiß ich noch nicht ganz genau, aber wir gucken mal. Und ich werde beim nächsten Mal definitiv hier noch einen Aussichtsturm unterbringen, sodass man schön auf die Gehege gucken kann. Dann haben wir auf jeden Fall nochmal zwei Gehege mehr, in die wir dann gut was unterbringen können. Und wir müssen natürlich noch uns überlegen, wie wir das hier mit der Einschienenbahnstation machen. Vielleicht nochmal hier hinten eine oder sowas, weil das haben wir jetzt auch noch nicht bedacht und untergebracht. Aber Leute, für heute soll es das erstmal gewesen sein. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like freuen, wenn euch das Projekt gefällt. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein, euer Dandy.